Das Leben. Es ist die perfekte Kombination verschiedener Elemente, die das Leben hervorbringt. Vielleicht das größte Rätsel der Natur. Ist das Leben ein wunderbares Phänomen, das es nur auf unserem Planeten gibt? Entdeckungen der letzten Jahre lassen vermuten, dass die Bedingungen für Leben in unserem Sonnensystem verbreiteter sind als ursprünglich angenommen. Die letzten Weltraummissionen haben uns Einblicke in exotische, fremde Welten ermöglicht. Es gibt möglicherweise Ozeane aus flüssigem Wasser unter einer kilometerdicken Eisschicht, wie auf dem Jupitermond Europa. Eisfontänen, die hunderte von Kilometern in den Weltraum geschleudert werden, wie auf dem winzigen Saturnmond Enceladus. Oder Landschaften, die fast aussehen wie auf der Erde, mit Bergen, Tälern, Wolken und Seen aus flüssigem Methan oder Ethan, zum Beispiel auf dem größten Saturnmond, Titan. Wenn in diesen abgelegenen Welten Leben möglich ist, unter diesen vollkommen anderen Bedingungen als bei uns auf der Erde, dann kann man daraus schließen, dass es Leben auch an anderen Orten in den Tiefen des Weltraums geben muss. Eine zweite Schöpfung würde bedeuten, dass Leben gar nicht so unwahrscheinlich ist. Wenn in einem Sonnensystem zweimal Leben entstehen kann, gibt es wahrscheinlich überall im Universum Leben. Wissenschaftler suchen weit außerhalb unseres Sonnensystems nach Planeten, auf denen wir vielleicht in naher Zukunft Leben entdecken könnten. Dank des 2009 gestarteten NASA-Weltraumteleskops Kepler wissen wir, dass es allein in unserer Galaxis Milliarden erdähnlicher Exoplaneten geben könnte. Und das Universum ist groß. Es besteht aus mehr als 100 Milliarden Galaxien. Daher ist es schwer vorstellbar, dass es nicht irgendwo einen erdähnlichen Planeten gibt, der Leben hervorgebracht hat. Wenn auf der Erde nicht etwas sehr Ungewöhnliches passiert ist, hat sich allein in unserer Galaxis auf Milliarden Planeten Leben entwickelt. Unter dem Strich heißt das, wenn es kein Wunder war, dann gibt es das überall. Mit dem Kepler-Teleskop haben wir in den letzten Jahren Dutzende erdähnlicher Planeten entdeckt, auf denen Leben, vielleicht sogar intelligentes Leben, womöglich nur auf seine Entdeckung wartet. Wir wissen nicht, ob wir zuerst auf Monden oder Planeten in unserem Sonnensystem Leben finden werden oder auf einem erdähnlichen Exoplaneten. Aber es ist klar, dass wir der Lösung eines der größten Rätsel der Natur so nahe sind wie nie zuvor. Gibt es außerirdisches Leben? Gibt es Leben da draußen? Diese Frage haben wir Menschen uns schon immer gestellt. Aber bisher konnten wir sie nicht beantworten. Jetzt wird es vielleicht nicht mehr lange dauern, bis wir eine Antwort bekommen. In den letzten Jahren haben wir außerhalb unseres Sonnensystems mehr und mehr Planeten entdeckt, die der Erde höchstwahrscheinlich sehr ähnlich sind. Wenn ich zu einem der Planeten fliegen könnte, die wir mit Kepler entdeckt haben, würde ich zu Kepler 186f fliegen. Er ist relativ klein und er hat die richtige Temperatur für flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche. Kepler 186f war der erste Exoplanet, der entdeckt wurde, auf dessen Oberfläche flüssiges Wasser möglich ist. Er ist etwa so groß wie die Erde und seine Umlaufbahn liegt in der habitablen Zone seines Sterns. Seine Entdeckung war ein bahnbrechender Schritt auf der Suche nach erdähnlichen Planeten. Ein Jahr auf Kepler 186f dauert 130 Erdentage.
Auf seiner Oberfläche kommt im Vergleich zur Erde nur etwa ein Drittel der Sonnenenergie an. Damit liegt er am äußeren Rand der habitablen Zone. Wenn man auf Kepler-186f ist und dessen Sonne im Zenit steht, dann ist es dort etwa so hell wie auf der Erde eine Stunde vor Sonnenuntergang. Wenn man sich ansieht, was wir heute über die Ursprünge des Lebens auf unserem Planeten wissen, dann spricht nichts dagegen, dass alles, was hier passiert ist, auch überall sonst passiert sein könnte. Nach dem heutigen Kenntnisstand der Wissenschaft ist Leben außerhalb der Erde also absolut plausibel und denkbar. Wir kennen inzwischen vier Kandidaten für Leben in unserem Sonnensystem. Mars. Den Jupitermond Europa. Und die Saturnmonde Titan und Enceladus. Auf ihnen gibt es die drei wichtigsten Voraussetzungen für Leben: organische Verbindungen, Flüssigkeit und Energie. Es gibt Wasser auf dem Mars, in gefrorener Form an den Polen und unter der Erde. Aber manchmal, im Frühling und Sommer, tritt es auch an die Oberfläche. Bisher gibt es noch keine Beweise für Leben auf dem Mars. Aber manche Wissenschaftler glauben, bald welche zu finden. Auch auf dem Jupitermond Europa sind mindestens zwei Voraussetzungen für Leben erfüllt. Wir wissen, dass es auf Europa Wasser gibt. Der Mond ist von einer Eiskruste umgeben. Diese Eiskruste wurde sowohl von der Voyager-Sonde als auch von der Galileo-Sonde in den 90ern bestätigt. Unter der mehrere Kilometer dicken Eiskruste vermuten die Wissenschaftler einen Ozean aus flüssigem Wasser, der bis zu 100 Kilometer tief sein könnte. Die Saturnmonde Titan und Enceladus haben sich in den letzten Jahren zu den heißesten Kandidaten bei der Suche nach außerirdischem Leben entwickelt. Titan ist der einzige bekannte Mond mit einer dichten Atmosphäre. Und abgesehen von der Erde ist es die einzige Atmosphäre im Sonnensystem, die hauptsächlich aus Stickstoff besteht. Was das angeht, sind sich Titan und Erde ziemlich ähnlich. Titan ist faszinierend. Er hat eine der bizarrsten Landschaften im ganzen Sonnensystem. Neben der Erde ist er der einzige bekannte Himmelskörper mit Seen an der Oberfläche. Aber diese Seen bestehen nicht aus Wasser, sondern aus flüssigem Methan und Ethan. Soweit wir wissen, gibt es außer auf der Erde und auf Titan nirgendwo im Sonnensystem ständig flüssige Seen auf der Oberfläche. Aber auf Titan ist es um die minus 180 Grad Celsius kalt. Die Seen könnten also nicht aus Wasser sein. In den letzten Jahren ist auch der kleine Saturnmond Enceladus ins Visier der Exobiologen gerückt. Enceladus ist ein winziger Eismond, unter dessen dicker Eiskruste wie auf Europa ein flüssiger Ozean liegt. Und in der Nähe seines Südpols werden hohe Fontänen aus Wassereispartikeln bis weit in den Weltraum geschleudert. Sie erzeugen in der südlichen Hemisphäre sogar eine dünne Atmosphäre. Wegen dieser geologischen Aktivität ist Enceladus einer der interessantesten Orte im ganzen Sonnensystem. Wenn es irgendwo Geysire gibt, nimmt man im Allgemeinen an, dass es dort auch Wasser gibt, flüssiges Wasser. Kürzlich wurden in diesen Fontänen tatsächlich die chemischen Grundbausteine des Lebens entdeckt. Damit erfüllt Enceladus alle drei Grundvoraussetzungen für die Entstehung von Leben. Es gibt eine Flüssigkeit, organische Verbindungen und Energie. Aber wenn sich auf diesen unwirtlichen Welten Leben entwickelt haben könnte, warum dann nicht auch auf anderen Planeten, weit außerhalb unseres Sonnensystems? Eine zweite Schöpfung würde bedeuten, dass Leben gar nicht so unwahrscheinlich ist.
Wenn in einem Sonnensystem zweimal Leben entstehen kann, kann es überall im Universum entstehen. Wenn wir in unserem Sonnensystem noch irgendwo sonst Leben finden und darüber hinaus auch noch sicher sind, dass es sich unabhängig von dem auf der Erde entwickelt hat, dann wäre in einem Sonnensystem zweimal Leben entstanden. Daraus kann man folgern, dass Leben generell relativ leicht entsteht. Noch vor wenigen Jahrzehnten war die Vorstellung von Planeten, die um entfernte Sterne kreisen, reine Science-Fiction. Theorien über mögliches Leben auf solchen Planeten waren damals noch pure Fantasie. Denn die ersten Exoplaneten wurden erst im Jahr 1992 entdeckt. Damals wurden gleich zwei Supererden in der Umlaufbahn des Pulsars PSR 1257+12 gefunden, etwa 2300 Lichtjahre von der Erde entfernt. Die Entdeckung markierte den Beginn einer neuen Ära in der Wissenschaft. Zum ersten Mal war die Existenz eines anderen Sonnensystems mit erdähnlichen Planeten bestätigt worden. Könnte es auf diesen Supererden auch Leben geben? Unglücklicherweise ist ein Pulsar kein normaler Stern und unterscheidet sich vollkommen von unserer Sonne. Ein Pulsar entsteht, wenn ein besonders großer Stern explodiert und in einer Supernova vergeht. Pulsare sind das, was übrig bleibt, wenn ein wirklich großer Stern explodiert. Alle waren total aufgeregt, weil niemand richtig wusste, was man davon halten soll, eben weil Pulsare so anders sind als normale Sterne. Es sieht nicht danach aus, als könne man gerade hier einen bewohnbaren Planeten finden oder gar leben. Denn eine Supernova ist ein geradezu apokalyptisches Ereignis. Jeder Planet in der Nähe des explodierenden Sterns wird augenblicklich verdampft. Und die Planeten, die weit genug weg sind, sind einem tödlichen Bombardement aus Röntgenstrahlung und geladenen Partikeln ausgesetzt. Gleichzeitig ist das Licht im sichtbaren Spektrum so schwach, dass kaum ein Schatten auf ihre Oberfläche fällt. Die Wahrscheinlichkeit, dass in einer derart unwirtlichen Umgebung Leben entsteht, ist verschwindend gering. Die wahre Bedeutung der Entdeckung lag darin, dass sie uns zum allerersten Mal die Existenz von Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems bestätigt hat. Und wenn wir diese beiden Exoplaneten finden konnten, warum dann nicht noch viel mehr? 3 Jahre später wurde dann ein weiterer Exoplanet gefunden. Diese Entdeckung war der nächste wichtige Schritt. Denn dieser Planet kreist um einen sonnenähnlichen Stern. Die Bedingungen dort könnten denen in unserem eigenen Sonnensystem ähneln. Am 6. Oktober 1995 gab das Fachmagazin Nature die Entdeckung des ersten Exoplaneten im Orbit eines sonnenähnlichen Sterns bekannt. Bei dem Stern handelt es sich um 51 Pegasi, gut 50 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und der Planet ist ein Gasriese. Der erste Exoplanet im Orbit eines sonnenähnlichen Sterns wurde 51 Pegasi b genannt. Er ist sehr ungewöhnlich. Er ist enorm groß und kreist sehr schnell um seinen Stern. Ein Jahr auf diesem Planeten dauert nur etwa 4 Tage. Das ist sehr kurz. Die Entdeckung war ein Wendepunkt in der Suche nach Exoplaneten. Nach 51 Pegasi b wurden noch viele weitere Planeten gefunden. Aber nichts hat die Suche nach Exoplaneten so nachhaltig revolutioniert wie das NASA-Weltraumteleskop Kepler. Vor dem Start von Kepler kannten wir ein paar hundert Planeten in anderen Sternensystemen. Jetzt kennen wir Tausende. Deshalb war Kepler so revolutionär. Das Weltraumteleskop Kepler sucht einen bestimmten Bereich unserer Milchstraße nach Planeten in der Nähe der habitablen Zonen ihrer Sterne ab. Im Laufe der Jahre hat es hunderte solcher Welten entdeckt. Mit diesen Daten können wir hochrechnen, um wie viele der Milliarden Sterne in unserer Galaxis solche Planeten kreisen.
Das Prinzip ist eigentlich sehr einfach. Das Teleskop blickt starr auf einen Abschnitt des Himmels, die ganze Zeit, ohne zu blinzeln, und beobachtet dabei etwa 150.000 Sterne und deren Helligkeit. Und ab und zu stellt es fest, dass zum Beispiel dieser Stern hier für ein paar Stunden etwas dunkler geworden ist. Nur um den Bruchteil eines Prozents. Und dann wurde er wieder heller. Nun, das passiert, wenn ein Planet vor dem Stern durchs Bild läuft. Vor Kepler hatten wir etwa 100, jetzt haben wir weit über 1000 bestätigte Planeten. Und es gibt noch 3.000 bis 4.000 weitere Kandidaten, die noch nicht endgültig bestätigt wurden. Kepler hat schon Tausende von Planeten oder Planetenkandidaten gefunden. Es ist die reinste Planetenaufspürmaschine. Dank Kepler hatte die Wissenschaft im Jahr 2011 zum ersten Mal handfeste Zahlen und konnte kalkulieren, wie viele Sterne in unserer Galaxis einen erdähnlichen Planeten haben könnten. Die Antwort lautet etwa 1 Milliarde. Vielleicht gibt es Millionen, vielleicht gibt es Milliarden, vielleicht gibt es 100 Milliarden Planeten in der Milchstraße, auf denen sich Leben entwickeln oder auf denen Leben von der Erde überleben könnte. Aber wie viele davon eigenes Leben entwickelt haben, wissen wir nicht. Denn das hängt davon ab, wie wahrscheinlich die Entstehung von Leben ist. All diese bewohnbaren Planeten bedeuten nicht, dass sie auch tatsächlich bewohnt werden. Aber andererseits bestehen sie aus denselben Materialien wie die Erde. Also solange nicht hier und nur hier etwas sehr Ungewöhnliches passiert ist, müsste sich überall eine Biologie entwickelt haben. Dank Kepler wissen wir inzwischen, dass es alleine in unserer Galaxis, der Milchstraße, Milliarden von Planeten gibt. Und wir wissen, dass es Milliarden Galaxien im Universum gibt. Wenn also in unserem Sonnensystem auf mindestens einem Planeten Leben entstehen konnte, und es gibt ja noch 4 andere Kandidaten, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es in den Tiefen des Weltalls weitere Planeten gibt, auf denen Leben entstanden ist. Und Kepler hat nicht nur die Existenz erdähnlicher Planeten im Universum bewiesen, sondern auch noch ganz andere erstaunliche Entdeckungen gemacht. Zum Beispiel, dass es Planeten gibt, die nicht um einen, sondern um 2 Sterne kreisen, wie Kepler 16b. Das war der erste Planet, der jemals in einem Doppelsternsystem entdeckt wurde. Ein sogenannter zirkumbinärer Planet. Eine der spannendsten Entdeckungen von Kepler war, dass wir tatsächlich Planeten in Doppelsternsystemen nachweisen konnten. Der erste davon war Kepler 16b. Kepler 16b ist der Lieblingsplanet vieler Leute, weil er eben nicht nur um einen, sondern um 2 Sterne kreist. Sowas galt eigentlich als unmöglich. Einen doppelten Sonnenuntergang gab es bis dahin nur in der Science Fiction. Aber das Universum ist manchmal seltsamer, als die Wissenschaft es sich vorstellen kann. Und wie sich herausstellte, gibt es so etwas wirklich. Seit 1992 wurden mehr als 3.500 Exoplaneten entdeckt. In den nächsten Jahren werden noch weitere Weltraumteleskope das All nach ihnen absuchen. Und so wird sich diese Zahl in den kommenden Jahren noch deutlich erhöhen. Bisher haben wir nur einen Bruchteil der Milliarden Planeten nachweisen können, die es der Theorie nach geben müsste. Woher sollen wir jemals wissen, auf wie vielen von ihnen Leben möglich ist? In der Astronomie und Astrobiologie nennt man den Bereich um einen Stern, in dem es auf einem Planeten flüssiges Wasser geben kann, zirkumstellare habitable Zone. Die habitable Zone ist ein Konzept, um Planeten zu finden, die unserem ähneln. Die Erde kreist offensichtlich in der habitablen Zone unseres Sonnensystems. Als potenziell habitable Planeten gelten Gesteinsplaneten mit Umweltbedingungen, die grob mit denen der Erde vergleichbar sind und daher das Potenzial für Leben bieten. Es gibt einen idealen Bereich, in dem es weder zu heiß noch zu kalt ist, den wir die habitable Zone nennen. Wenn ein Planet in diesem Bereich klein genug ist, aus Gestein besteht und es dort Wasser gibt, dann wäre dieses Wasser höchstwahrscheinlich flüssig.
Da sollte man nach Leben suchen. Im November 2013 veröffentlichten Astronomen eine weitere Hochrechnung. Auf Basis der Daten von Kepler können wir demnach allein in unserer Galaxis, der Milchstraße, von mehr als 40 Milliarden erdgroßen Planeten in den habitablen Zonen ihrer Zentralgestirne ausgehen. Davon kreisen etwa 11 Milliarden um Sterne, die unserer Sonne ähneln. Eine riesige Zahl potenziell erdähnlicher, potenziell lebensfreundlicher Planeten. Und außerdem wissen wir, dass auch um Sterne, die ganz anders sind als unsere Sonne, Planeten kreisen können, die gute Bedingungen für Leben bieten. Von den aktuell mehr als 3500 bestätigten Exoplaneten kreisen über 60 in der habitablen Zone ihrer Zentralgestirne und können daher als potenziell erdähnlich angesehen werden. Das heißt aber nicht automatisch, dass es auf diesen weit entfernten Welten Leben gibt. Aber es stellt sich die Frage, ob Leben auch außerhalb dieser habitablen Zonen möglich wäre. Seit der Entdeckung der Kohlenwasserstoffseen auf dem Saturnmond Titan werden Theorien, die davon ausgehen, Leben könne es nur geben, wenn die Bedingungen so wie auf der Erde sind, mehr und mehr hinterfragt. Inzwischen wurde auch flüssiges Wasser an Orten nachgewiesen, an denen nicht der bis dahin vorausgesetzte atmosphärische Druck herrscht und an denen es viel kälter ist als in der habitablen Zone. Es ist nicht gesagt, dass es außerhalb der habitablen Zonen kein Leben gibt. Der Saturnmond Enceladus und der Jupitermond Europa liegen zum Beispiel außerhalb der habitablen Zone unseres Sonnensystems. Trotzdem könnte es dort große Mengen flüssiges Wasser in unterirdischen Ozeanen geben. Wenn sich Leben also auch auf Exoplaneten entwickeln könnte, die nicht in den habitablen Zonen ihrer Sterne kreisen, kommen noch sehr viel mehr Planeten in Betracht. Und die Wahrscheinlichkeit, passende Planeten für die Suche nach Leben nachweisen zu können, wäre noch viel höher. Schon die Planeten und Monde in unserem eigenen Sonnensystem zu untersuchen, ist schwierig, da sie viele Millionen Kilometer von der Erde entfernt sind. Exoplaneten sind nicht nur Millionen von Kilometern, sondern viele Lichtjahre von der Erde entfernt. Wie schaffen es die Wissenschaftler, Exoplaneten über eine Entfernung von Billionen Kilometern zu untersuchen? Die Astronomen und Astrobiologen haben mehrere Methoden entwickelt, um derart weit entfernte, unbekannte Welten aufzuspüren und zu analysieren. Vor dem Start der Kepler-Mission im Jahr 2009 war die erfolgreichste Methode zum Ausspüren von Exoplaneten die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode. Die Radialgeschwindigkeitsmethode beruht auf der Tatsache, dass ein Stern, der von einem Planeten umkreist wird, nicht vollkommen stillsteht. Ein Planet ist zwar viel kleiner als ein Stern, trotzdem beeinflusst seine Gravitation minimal die Position des Sterns. Wenn ein Planet aus unserer Sicht hinter dem Stern ist, zieht er ihn leicht von uns weg. Wenn der Planet vor dem Stern ist, zieht er ihn zu uns hin. Dadurch bewegt sich der Stern scheinbar vor und zurück. Und genau nach dieser Bewegung suchen die Astronomen, um Planeten zu finden. Sie benutzen einen Spektrographen in Verbindung mit einem leistungsfähigen Teleskop, um das Licht des Sterns zu untersuchen. Der Spektrograph zerlegt das Licht in seine Farbkomponenten, wie ein Prisma. Ein Teil des Lichts des Sterns wird auf seinem Weg durch die Atmosphäre absorbiert. Dadurch entstehen dunkle Lücken oder Linien in seinem Spektrum. Wenn sich der Stern nun auf uns zubewegt, verschieben sich diese Linien zum blauen Ende des Spektrums hin. Wenn er sich von uns wegbewegt, verschieben sie sich zum roten Ende des Spektrums. Also erscheint das Spektrum erst leicht blau verschoben und dann leicht rot verschoben. Um einen Stern zu finden, um den ein Planet kreist,
müssen die Astronomen also nur nach diesen Verschiebungen im Lichtspektrum suchen. Aus der Geschwindigkeit der Verschiebungen kann man die Umlaufgeschwindigkeit und die Masse des Objekts errechnen, das den Stern umkreist. Wenn diese Masse sehr gering ist, dann ist das Objekt ein Planet. Die meisten der anfangs entdeckten Planeten wurden mit dieser Methode gefunden. Die Kepler-Methode ist die sogenannte Transitmethode. Bei der Transitmethode suchen die Wissenschaftler nach der geringen Abnahme der Helligkeit eines Sterns, wenn einer seiner Planeten vor ihm vorüberzieht. Die Stärke der Abdunklung hängt von der Größe des Sterns und des Planeten ab und die Dauer des Transits von seiner Entfernung zum Stern und dessen Masse. Mit dem Kepler-Weltraumteleskop können wir die Planeten nicht direkt sehen. Wir sehen nur die kleine Abdunklung, wenn der Planet vor dem Stern vorbeizieht. Aus der Stärke der Abdunklung können wir dann auf die Größe des Planeten schließen. Die Kombination aus Transitmethode und Radialgeschwindigkeitsmethode liefert uns Größe, Masse und Dichte des Planeten. Das sind die wichtigsten Faktoren, um sein Potenzial als erdähnlicher und lebensfreundlicher Planet einzuschätzen. Wenn man die Entfernung zum Stern kennt und weiß, wie heiß er ist, kann man die Temperatur auf der Planetenoberfläche abschätzen. Ein weiterer wichtiger Parameter für die Einschätzung der Erdähnlichkeit eines Exoplaneten ist die Zusammensetzung seiner Atmosphäre. Die Atmosphäre kann durch eine Spektroskopie während des Planetentransits untersucht werden. Wenn der Planet vor dem Stern vorbeizieht, wird sein Licht von der Atmosphäre des Planeten gefiltert. Mit einer Spektralanalyse des gefilterten Lichts können wir dann die Zusammensetzung der Atmosphäre ermitteln. Theoretisch könnten Astronomen die erdähnlichsten Planeten anhand bestimmter Biomarker identifizieren. Das sind bestimmte Gase, die auf eine biologische Aktivität hindeuten. Der molekulare Sauerstoff, den wir atmen, ist beispielsweise ein Produkt biologischer Prozesse auf der Erde. Leider ist es mit der heutigen Technologie noch sehr schwer, diese Stoffe in der Atmosphäre eines entfernten Planeten nachzuweisen. Was uns momentan noch daran hindert, ist natürlich die Technologie. Wir haben noch nicht die Instrumente, die wir bräuchten, um das richtig zu untersuchen. Aber das wird sich bald mit dem James-Webb-Weltraumteleskop und anderen geplanten Missionen ändern. Kepler überwacht ständig über 100.000 sonnenähnliche Sterne auf Helligkeitsänderungen durch den Transit eines Planeten. Dank dieser Technik konnte Kepler bisher schon mehrere tausend Exoplaneten nachweisen. Einige Dutzend von ihnen werden von der Wissenschaft als erdähnlich eingestuft. Weil die Wahrscheinlichkeit, erdähnliche Planeten zu finden, in den habitablen Zonen der jeweiligen Sterne deutlich höher ist, konzentriert sich die Planetensuche vor allem auf diese Bereiche. Einer der ersten so entdeckten Exoplaneten ist 70 Virginis b, der etwa 60 Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Jungfrau gelegen ist. 70 Virginis b kreist exakt in der Mitte der habitablen Zone seines Planetensystems. Deshalb glaubte man, es würden auf ihm gemäßigte Temperaturen herrschen. Weitere Untersuchungen zeigten jedoch, dass es sich bei diesem Planeten um einen sehr heißen Gasriesen handelt. Die Existenz von flüssigem Wasser und damit auch von Leben ist daher ausgeschlossen. Im Jahr 1998 wurde dann im Sternsystem Gliese 876, einem roten Zwerg im Sternbild Wassermann, etwa 15 Lichtjahre von der Erde entfernt, eine neue Entdeckung gemacht. In der habitablen Zone wurde ein Gasriese nachgewiesen,
Gliese 876b. Drei Jahre später wurde im selben System ein weiterer Gasriese gefunden. Sogar etwas näher an seinem Stern, Gliese 876c. Leben, wie wir es kennen, ist auf einem Gasriesen wie Jupiter oder Saturn natürlich nicht möglich. Aber die Idee war, dass beide Planeten genau wie Jupiter und Saturn möglicherweise habitable Monde haben. Sie gehörten zu den ersten Exoplaneten in einer habitablen Zone und ihre Monde hätten die richtige Temperatur für flüssiges Wasser. Warum sollte auf den hypothetischen Monden um Gliese 876b und c kein Leben möglich sein, wenn wir es auf dem Jupitermond Europa und den Saturnmonden Titan und Enceladus für möglich halten? Das sind sehr spannende Themen für zukünftige Untersuchungen. Nach der Entdeckung dieser Exoplaneten mit potenziell erdähnlichen Monden wurden noch mehrere ähnliche Exoplaneten mit möglichen Monden nachgewiesen. Vielleicht gab und gibt es in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft Leben auf einem dieser entfernten Monde. Nach all diesen Entdeckungen konzentrierte sich die Suche immer mehr darauf, ein echtes Ebenbild der Erde zu finden. Ein Ebenbild der Erde, auch Zwillingserde genannt, ist ein Planet oder Mond, dessen Umweltbedingungen in weiten Teilen denen auf der Erde entsprechen. Auf unserer Erde konnte sich vor Millionen Jahren Leben entwickeln. Wenn wir einen Planeten finden, der unserem sehr ähnlich ist, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort auch Leben entwickelt hat, entsprechend hoch. In letzter Zeit wurden einige Planeten entdeckt, die der Erde in vielerlei Hinsicht gleichen. Die Wissenschaftler sprechen hier von einem hohen Erdähnlichkeitsindex. Die Größe ist dabei ein entscheidender Faktor. Denn etwa erdgroße Planeten bestehen mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Gestein und könnten auch eine erdähnliche Atmosphäre haben. Für Kepler ist ein Planet erdähnlich, wenn er klein genug ist, um aus Gestein zu bestehen, also kein Gasriese ist. Aber die Größe allein sagt noch nichts darüber aus, ob ein Planet bewohnbar ist. Unser nächster Nachbar, die Venus, ist ungefähr so groß wie die Erde. Trotzdem ist es so gut wie ausgeschlossen, dass sich dort jemals Leben entwickeln konnte. Es gibt noch viele andere Kriterien, die berücksichtigt werden müssen, wie die Gravitation und die Oberflächentemperatur. Ein Planet gilt als erdähnlich, wenn er die richtige Entfernung zu seinem Stern hat. Nicht zu nah, dann verdampft alles Wasser, und nicht zu weit, denn dann gefriert alles Wasser. Erst wenn wir alle diese Parameter eines Exoplaneten in die Analyse mit einbeziehen, wissen wir, ob er eine echte Zwillingserde sein kann oder nicht. Wenn wir bei Kepler von erdähnlich sprechen, meinen wir damit nur, dass der Planet klein genug ist, um wahrscheinlich aus Gestein zu bestehen. Das heißt nicht, dass er eine Atmosphäre oder Ozeane hat. Zunächst muss ein Ebenbild der Erde also terrestrisch sein. Das heißt, der Exoplanet muss eine feste Oberfläche haben, die aus ähnlichen Materialien wie die Erde besteht. Dann müsste dieser terrestrische Planet oder Mond in der Mitte der habitablen Zone liegen und eine dauerhafte und stabile Atmosphäre besitzen. Es müsste auch Ozeane und Wolken aus Wasserdampf geben, genau wie bei uns auf der Erde. Eine echte Zwillingserde bräuchte außerdem noch eine Kombination aus Süßwasser und Salzwasser und Landmassen, die nicht von Wasser bedeckt sind. Wir glauben, dass Wasser unverzichtbar ist. Bei fast allem anderen, was lebenswichtig scheint, gibt es Lebewesen, die ohne auskommen. Es gibt Leben tief unter dem Eis in der Antarktis, ohne Sonnenlicht, ohne Sauerstoff. Mit der heutigen Technologie können wir einige entscheidende Eigenschaften der Exoplaneten noch nicht genau bestimmen. Die Temperatur und die Beschaffenheit der Oberfläche und der Atmosphäre.
Aber angesichts der vielen bereits entdeckten Exoplaneten, kann es nicht sein, dass wir schon ein Ebenbild der Erde gefunden haben? Im April 2013 veröffentlichten die Wissenschaftler des Kepler-Teams eine Entdeckung, die große Erwartungen schürte. Zum ersten Mal hatten die Wissenschaftler zwei Planeten gefunden, die der Erde offenbar sehr ähnlich sind. Kepler-62e und Kepler-62f. Beide kreisen innerhalb der habitablen Zone um den orangefarbenen Zwergstern Kepler-62. Die beiden gehörten sofort zu den wichtigsten Kandidaten für die Existenz außerirdischen Lebens. Eine Modellstudie ergab, dass Kepler-62e und Kepler-62f vermutlich teilweise oder sogar vollständig von Wasser bedeckt sind. Kepler-62e liegt wahrscheinlich unter einem wolkenbedeckten Himmel und ist bis in die Polregionen warm und feucht. Kepler-62f ist wahrscheinlich kälter, aber immer noch potenziell lebensfreundlich. Leider befinden sie sich über 1200 Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Laia. Kurz darauf wurde ein Exoplanet entdeckt, der der Erde vielleicht sogar noch ähnlicher ist. Kepler-186f. Er ist etwa 490 Lichtjahre von der Erde entfernt. Kepler-186f ist mein Lieblingsexoplanet. Er ist nur etwa 10-20% größer als die Erde und soweit wir wissen, ist er höchstwahrscheinlich ein Gesteinsplanet in der richtigen Entfernung zu seinem Stern. Wenn die Atmosphäre und der Treibhauseffekt mitspielen, könnte es flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche geben. Nach dieser Entdeckung wurden noch weitere erdähnliche Kandidaten gefunden. Zum Beispiel Kepler-438b. Kepler-442b oder Kepler-440b. Sie alle ähneln der Erde, aber keiner ist eine wirkliche Zwillingserde. Dann verblüfft das Kepler-Team die Öffentlichkeit mit einer sensationellen Nachricht. Es ist der 23. Juli 2015. Das Team hat den bisher erdähnlichsten Planeten entdeckt. Sein Name Kepler-452b. Was unterscheidet ihn von den bereits zuvor entdeckten Kandidaten? Kepler-452b ist der erste anscheinend terrestrische Planet, der um einen Stern der gleichen Spektralklasse wie unsere Sonne kreist. Es ist ein Planet in der habitablen Zone eines Sterns, der wie unsere Sonne ist. Nach dieser Entdeckung ist die Erde ein klein bisschen weniger allein im Universum. Kepler-452b kreist um einen Stern, der etwa gleich heiß, ein wenig heller und 10% größer ist als unsere Sonne. Sein Orbit ist nur 5% größer als der unserer Erde. Ein Jahr auf diesem Planeten dauert 385 Erdentage. Also nur 20 Tage länger als bei uns. Der einzige Dämpfer bezüglich der Bewohnbarkeit ist seine Größe. Wir schätzen, dass er etwa 60% größer ist als unsere Erde. Kepler-452b ist der kleinste erdähnliche Planet, der bisher in der habitablen Zone eines Sterns der G-Klasse gefunden wurde. Frühere Untersuchungen von Planeten der Kategorie Supererde haben gezeigt, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Gesteinsplaneten sind. In diesem Fall hätte er wegen seiner fünffachen Erdmasse eine Oberflächengravitation von etwa 2G. Das heißt, im Vergleich zur Erde wäre dort alles doppelt so schwer. Kepler-452b könnte daher eine dichte Atmosphäre und vulkanische Aktivität aufweisen.
Ebenso spannend wie seine Ähnlichkeit mit der Erde, Kepler-452b kreist seit etwa 6 Milliarden Jahren in der habitablen Zone seines Sterns. Das wäre mehr als genug Zeit, um auf seiner Oberfläche oder in seinen Ozeanen Leben hervorzubringen. Kepler-452b ist gut 1,5 Milliarden Jahre älter als die Erde. Wenn er so groß wäre wie sie, hätte der Planet mit seinem alternden und heller werdenden Stern vermutlich schon die Phase in seiner Entwicklung erreicht, in der das flüssige Wasser auf der Oberfläche langsam verdampft. Aber wegen seiner größeren Masse glauben die Astronomen, dass es auf Kepler-452b noch gut 500 Millionen Jahre lang flüssiges Wasser geben kann. Bisher ist er der einzige bekannte Planet in seinem System, das ca. 1400 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Schwan liegt. Natürlich können wir nicht zu diesem Planeten hinfliegen. Aber die Vorstellung, dass es irgendwo in den Tiefen des Weltraums eine Welt gibt, die der unseren so sehr ähnelt, ist faszinierend. Und wenn es diese Zwillingserde gibt, warum sollte es nicht noch tausende weitere geben? Im Mai 2016, weniger als ein Jahr nach der Entdeckung von Kepler-452b, begeistert ein neuer Fund die Wissenschaftler. Mit Teleskopen der Europäischen Südsternwarte in Chile entdeckten Astronomen drei Planeten im Orbit eines Zwergsterns im Sternbild Wassermann, nur etwa 40 Lichtjahre von der Erde entfernt. Diese Planeten könnten die bisher vielversprechendsten Ziele bei der Suche nach Leben jenseits des Sonnensystems sein. Das sogenannte TRAPPIST-Teleskop hatte diesen Zwergstern, der inzwischen in TRAPPIST-1 umbenannt wurde, gemäß der Transitmethode auf Helligkeitsänderungen untersucht. TRAPPIST-1 ist sehr viel kälter und rötlicher als unsere Sonne und kaum größer als Jupiter. Sterne wie dieser kommen in der Milchstraße sehr häufig vor und sie sind sehr alt. Dennoch ist das erste Mal, dass Planeten um einen von ihnen nachgewiesen werden. Und alle drei gefundenen Planeten sind etwa so groß wie die Erde und könnten bewohnbare Regionen auf ihren Oberflächen besitzen. Das Spannendste an ihrer Entdeckung ist, dass sie die ersten erdähnlichen Exoplaneten sind, die wir mit unseren heutigen Instrumenten auf Anzeichen für Leben analysieren können. Rote Zwergsterne strahlen gerade genug Licht ab, um damit die Atmosphäre ihrer Planeten analysieren zu können. Größere und hellere Sterne, wie unsere Sonne zum Beispiel, würden die Messergebnisse mit ihrer Strahlkraft verfälschen. Der nächste Schritt ist nun, detailliertere Messungen zu machen, und zwar mit Teleskopen der nächsten Generation, wie dem europäischen Extremely Large Telescope oder dem James Webb Weltraumteleskop. Damit können die Astronomen in der Atmosphäre dieser Planeten nach Stoffen suchen, die auf biologische Prozesse hindeuten, zum Beispiel Ozon, Methan oder Wasserdampf. Bislang gibt es keine konkreten Hinweise auf die Existenz von Leben auf irgendeinem der bisher gefundenen Exoplaneten. Nicht einmal auf den erdähnlichsten Kandidaten wie Kepler-452b. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, ob sich, wenn es außerirdisches Leben gibt, auch intelligentes Leben im All entwickelt hat. Wenn diese entfernten Welten, ähnlich wie die Erde, schon vor Milliarden Jahren entstanden sind und dort lebensfreundliche Bedingungen herrschen, dann hätten organische Verbindungen mehr als genug Zeit gehabt, sich zu vermischen und Leben zu entwickeln. Einige davon könnten sich zu komplexeren Organismen weiterentwickelt haben und möglicherweise auch zu intelligenten Wesen mit einem Bewusstsein. Dank der Ergebnisse der Kepler-Mission wissen wir, dass es alleine in unserer Galaxis, der Milchstraße, Millionen erdähnlicher Planeten geben könnte. Und es gibt Milliarden Galaxien im Universum. Die Wahrscheinlichkeit ist also weit größer als zuvor gedacht.
Aus diesem Grund sucht die Wissenschaft auch gezielt nach intelligentem außerirdischem Leben. Eine wichtige Rolle spielt dabei das SETI-Institut in Kalifornien. Die Abkürzung SETI steht für Search for Extraterrestrial Intelligence. Das SETI-Institut arbeitet vor allem mit Radioteleskopen, die elektromagnetische Wellen auffangen. Weil wir nicht mit Raumschiffen zu fremden Sternen reisen können, suchen wir nach ihren Funksignalen, die von dort zu uns gekommen sind. Was wir suchen, ist ein Signal auf einer einzelnen Frequenz, wie beim Autoradio. Man dreht am Frequenzrad und hört überall nur Rauschen, aber dann an einem bestimmten Punkt hört man einen Radiosender. Das ist ein Signal, das irgendwo von einem Sender ausgestrahlt wird. Es ist kein natürliches Rauschen und kein Quasar, Pulsar, keine Galaxie oder kaltes oder heißes Gas. All diese Dinge im Weltraum erzeugen Radiowellen, aber über das ganze Frequenzband. Deshalb suchen wir nach Signalen auf einer einzelnen Frequenz. Und natürlich muss dieses Signal aus dem Himmel kommen. Das sind unsere Kriterien, damit wir sagen können, selbst wenn wir sie nicht verstehen, wir haben sie gehört. Sie sind da, sie senden. Bis heute haben wir allerdings kein Signal empfangen, das einer außerirdischen Intelligenz zuzuordnen wäre. In den kommenden Jahren wollen die NASA und die Europäische Weltraumagentur ESA verschiedene Weltraumteleskope starten. Sie werden uns helfen, die Frage nach Leben jenseits der Grenzen unseres Sonnensystems zu beantworten. Das ehrgeizigste dieser Projekte ist das James Webb Weltraumteleskop. Eine internationale Kooperation zwischen der NASA, der ESA und der kanadischen Weltraumagentur CSA. Es wird im nächsten Jahrzehnt unser wichtigster Beobachtungsposten im All sein. Mit ihm können wir alle Phasen der Entstehung des Universums beobachten. Das erste Licht nach dem Urknall, die Bildung der ersten Sternensysteme und auch die Entwicklung unseres eigenen Sonnensystems. Das neue Teleskop wird der Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops. Es kann das Sternenlicht analysieren, das durch die Atmosphäre ferner Planeten hindurch scheint, und nach Anzeichen für Leben suchen, zum Beispiel Sauerstoff, Methan, Kohlendioxid oder Stickstoff. Damit können wir Planetenatmosphären unter verschiedenen Bedingungen untersuchen. Die Ergebnisse werden bahnbrechend sein. Es sind noch weitere Missionen geplant. Zum Beispiel die Cheops-Mission. Cheops steht für Characterizing Exoplanet Satellite. Bei dieser ESA-Mission werden hochpräzise Messungen an Sternen durchgeführt, die von Planeten umkreist werden, um deren Größe, Masse und Atmosphäre zu bestimmen. Dank der neuen Weltraumteleskope können wir davon ausgehen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis wir habitable Exoplaneten und eindeutige Biomarker in deren Atmosphäre finden. Ein Beweis für die Existenz von Leben auf einem der Milliarden von Exoplaneten, die wir im bekannten Universum vermuten, wäre ein Schock für die Menschheit. Wenn wir Leben im Sonnensystem finden und mit genetischen Analysen feststellen könnten, dass es sich vom Leben auf der Erde unterscheidet, das würde unser Weltbild verändern. Wir alle könnten schon bald Zeugen einer Entdeckung werden, die ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit wäre. Der Beweis für die Existenz von außerirdischem Leben.